Hallo, ich bin Caroline und ich stelle euch heute Asia Bibi, eine Frau glaubt um ihr Leben vor. Es ist ein beeindruckendes Buch, denn Asia Bibi ist kein unbekannter Name. Vielleicht habt ihr schon seit 10 Jahren immer mal wieder in der Presse von ihr gehört, denn seit 2009 sitzt sie oder saß sie im Gefängnis in Pakistan, verurteilt zum Tode, weil sie angeblich einige blasphemische Worte geäußert hat. Ich sage angeblich, denn das ganze Gerichtsverfahren war so, ja, nach deutschem Ermessen ungerecht, denn solche blasphemischen Worte dürfen vor Gericht noch nicht mal wiederholt werden. Und deshalb konnte auch keine richtige Beweisführung erfolgen. Und ja, sie wurde trotzdem zum Tode verurteilt. Das ist kein Einzelfall in Pakistan. Es passieren immer wieder solche Todesurteile, die dann auch vollstreckt werden. Und dafür steht Asia Bibi auch als Beispiel. Einige andere Geschichten findet man auch in dem Buch. Jeder einzelne dramatisch und erschreckend und augenöffnend. Und Asia Bibi hat es einfach geschafft, 10 Jahre durchzuhalten, auch wegen ihres starken Glaubens. Sie hat nie daran gezweifelt, dass Gott bei ihr ist. Und viele Christen auf der ganzen Welt haben von ihrem Schicksal erfahren und haben für sie gebetet. Sogar der Papst. Ja, Asia Bibi ist dann wirklich 2019 freigekommen, durfte nach Kanada auswandern und führt da jetzt ein glückliches Leben. Das Buch ist auch so besonders, weil es nicht nur ihre Geschichte erzählt, sondern auch die vieler anderer und Hintergrundinfos gibt. Zum Beispiel, was ist eigentlich dieser Blasphemie-Paragraph, nachdem sie verhaftet wurde? Und es macht Mut, es zeigt, dass Gebet wichtig ist und dass Gott Gebete erhört. Asia Bibi, eine Frau glaubt um ihr Leben. Jetzt auf alpha-buch.de und in unseren Buchhandlungen.